Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Truck Simulator. Ja, wir haben derzeit auch ordentlich Kohle, machen auch ordentlich Kohle, weil wir sind immer noch am ersten Tag im Grunde genommen und haben sogar schon mit dem eigenen LKW. Ist ja Wahnsinn. So, wir sind gerade in Bakersfield. Und ja, gucken wir mal, was wir hier für Aufträge haben in Städte, wo wir noch nicht waren. Von Bakersfield aus. Das wäre zum Beispiel was, was ordentlich Kohle gibt. Und sind auch gar nicht so viele Meilen eigentlich. Was haben wir hier? Ist was Kurzes. Ich glaube, wir nehmen das, oder? 6 Stunden. Jawohl. Ist gebongt. So, dann wollen wir mal unseren Trailer abholen. 1 Stunde 16 bis zum Trailer. Wir müssen auch gucken, dass wir gleich irgendwann tanken. Hier haben wir da eine Arbeitsagentur entdeckt. Speedlimit 65. Natürlich nicht für uns als LKW, haben wir sowieso maximal 55. Ohne Hänger sogar kein Problem für uns. Außer natürlich, die Straßen spielen nicht mit, so wie hier jetzt gerade. Wow, was ist das denn? Das ist ja cool. Hat der Tempomat einiges zu tun. Oh, das ist eine Tankstelle. Die sollten wir mitnehmen. $2,82. Das ist günstig. Wir sind in Amerika, man sieht's. Krass. Das war nicht allzu teuer. So. Noch 31 Minuten. Wir sind hier ein bisschen ab der Straße. Also, naja, zumindest der Hauptstraße. Fahren jetzt wieder durch ordentlich Wüste hier. So, und da hinten ist irgendwas Dickes. Irgendein ganz dickes Werk. Und ich vermute mal, ja, genau. Wie heißt das? Chemie? Schems? Schems. Ja, ein Chemiewerk. Da holen wir unseren Trailer ab. Das sieht groß aus. Wo wollten wir denn hin? Da wollten wir nicht hin, da wollten wir auch auf keinen Fall hin. Wir wollten dahin. Dynamit, wow. Deswegen gibt das so viel Kohle. Ist auf jeden Fall gefahren, Güterklasse 1. Okay. So, wo ist er denn? Irgendwo hier links, ne? Da hinten ist er. Eine weiter. Das sieht mir aus wie eine Waage hier. Ja,
gefahren. Es zischt, es zischt. Wirklich, so ist es. Wow. Verwirrt. Da müssen wir raus. Wir haben jetzt wieder ein kleines bisschen mehr Gewicht dran, aber das wird sich schon lohnen. Müssen wir halt gucken, dass wir ordentlich die Berge hochkommen. Und der ist verdammt lang. Der ist verdammt lang. Also da merkt man schon krass, dass die in Amerika eindeutig länger sind, die Trailer. Und ich merke auch verdammt krass, dass wir nicht aus der Pötte kommen. Okay. Ich stehe gerade voll auf dem Gas. Solange die Straßen so bleiben, ist das schon okay. Ne? So. Kredit muss man zahlen. 2538. Ja, okay. Wenn wir 16.000 am Tag machen, ist das okay. Schon kämpfen wir. Das ist Vollgas gerade. Immer noch Vollgas. Und wir werden langsamer. Selbst bei so einer kleinen Steigung hier. Na gut, wenn es bergauf geht, geht es auch irgendwann wieder bergab. Und dann schiebt uns das Dynamit. Oh, geil. Guckt euch das an. Wie geil ist das denn? Oh, da kommt ein Hubschrauber. Hallo. Oh, was war das rechts? Auch ein Hubschrauber. Oh, 60. 60 ist ein bisschen schnell. Gehen wir mal ein bisschen runter. Ziemlich lange Fahrt übrigens mit 8 Stunden. Nächste Pause, oh, es sind 4 Stunden fertig. Das heißt, wir müssen uns gleich mal wieder einen Punkt, ein Plätzchen suchen zum Schlafen. Wir kommen auf jeden Fall nicht in dieser Tour an. Haben aber 23 Stunden Zeit. Ja, das ist eigentlich nochmal eine gerade Straße, oder? Außenansicht. Das ist er. Ein kleiner Hut. Okay, zurück. Doch ein bisschen gefährlich, die Außenperspektive. Nicht unbedingt zum Spielen geeignet. Finde ich. Das denn überhaupt aus?
Da kommt ein Punkt zum Schlafen. Nee, hier kommt auch einer direkt. Dann nehmen wir erstmal den. Und dann fahren wir hier auch wieder sehr lange, sehr gerade. Hier wird es wieder ein bisschen kurviger. Dann fahren wir durch. Was ist das? Tonov? Tonfa? Ton? Tonofa? Oh Gott. Tonofa, hat er noch nie gehört. Wahrscheinlich auch völlig verkehrt ausgesprochen. Tonofa. Oh, ein Flugplatz. Sehe ich das richtig? Macht doch Sinn, ne? Deswegen waren ja auch gerade Helikopter. Oh, wir können hier am Flugplatz Pause machen. Das ist doch cool. Und wo hier? Rappelt es ganz schön. Stauben auch ganz schön. Ja, dann stellen wir uns mal hier am Rand, oder? So, dann kommen wir da auch gleich wieder raus. Naja, nicht ganz gerade, aber was soll's. Es ist dunkel mal wieder. Es wird auch wahrscheinlich nicht mehr hell werden. Wir haben jetzt 12.24 Uhr. Ich habe übrigens die letzten Mal immer unten falsch geguckt. Das war unsere voraussichtliche Ankunftszeit. Natürlich steht die aktuelle Uhrzeit oben rechts. So, dann fahren wir jetzt nachts durch die Wüste oder durch Steppe oder was das auch ist. Vielleicht sogar noch bis zur nächsten Pause gekommen. Aber ich fand den Flughafen einfach zu cool. Oh Gott. Oh, 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 oh. Das ist zu steil. Nein, wir schaffen es. Sehr steil. Ja, so kommen wir nie an. Ich gewusst, dass wir auf den Berg müssen. Mit dem Licht und rechts mit den Büschen und so. Würde mich interessieren, ob hier auch Tiere rumlaufen. Frage ist jetzt, verdienen wir so viel Geld, dass wir unsere Kredite abbezahlen können? Oder verdienen wir so viel Geld, uns einen zweiten Truck zu leisten? Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, einen zweiten, einen besseren Truck sich zu holen. Und dann auf dem Truck hier jemanden fahren zu lassen, einen Angestellten. Wir sind hier echt im Nichts.
2.18 Uhr. Ich weiß nicht, welche Jahreszeit jetzt gerade ist. Wann es denn dann hell wird. Aber das sieht so aus, als wäre das eine Doppelfolge wird. Von der Zeit her, ja. Ich glaube, die letzte Folge war ja ein bisschen länger, aber fast passend. Und die wird auf jeden Fall länger. Insofern machen wir daraus eine Doppelfolge.